Na hallo. Diesmal gibt's nicht viel Neues, aber ich möchte noch die Fachbegriffe unterbringen. Eine Kiste heißt in der Stochastik eine Urne. Und da sind Kugeln drin, ja, Tischtennisbälle, einen davon haben wir rot angemalt. Und jetzt wird reingefasst. Blind reinfassen, nicht lunsen. Und erst wenn die Kugel draußen ist, wird geguckt, welche Farbe. Das können wir uns jetzt nochmal darstellen. Ich habe also zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine rote in der Hand oder ich habe eine weiße in der Hand. Und die Wahrscheinlichkeiten wollen wir uns jetzt ansehen. Wahrscheinlichkeit heißt im Englischen Probability und im Lateinischen Probabilitas. Naja, das bedeutet mehr so Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit. Also nicht so sehr in dem Sinne, wie wir das heute als Wahrscheinlichkeit überall benutzen. Trotzdem wird das Ganze mit einem P abgekürzt, also die Wahrscheinlichkeit für Rot. Und ausrechnen kann man das Quotient aus Zahl günstiger Ergebnisse zu der Anzahl insgesamt möglicher Ergebnisse. Wenn ich also drei Kugeln drin habe, sind insgesamt drei Ergebnisse möglich. Aber wenn ich auf die rote scharf bin, ist nur eine da. Also Wahrscheinlichkeit, die rote in der Hand zu haben, ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit für die weiße damit zwei Drittel und das nächste Fachwort Gegenereignis. Also die Wahrscheinlichkeit für weiß ist 1 minus Wahrscheinlichkeit für rot. Warum? Beide Wahrscheinlichkeiten zusammengezählt ergeben 1. Nächstes Spiel. Zweimal in die Urne greifen und mit zurücklegen. Also angenommen, wir haben beim ersten Griff in die Urne eine rote Kugel erwischt. Dann wird die Kugel zurückgelegt. Es sind also wieder drei Kugeln drin in der Urne. Und ich greife ein zweites Mal rein. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt zum zweiten Mal eine rote zu haben, ist wieder ein Drittel. Und damit die Gesamtwahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander eine rote zu erwischen, ein Neuntel. Bei der weißen sieht es wieder so aus, zwei Drittel Wahrscheinlichkeit. Und jetzt gucken wir uns mal den Pfad an, also ein Drittel. Und die weiße dann zwei Drittel Wahrscheinlichkeit. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit ist also ein Drittel mal zwei Drittel, zwei Neuntel. Das Ganze nennt man die Pfadregel. Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multiplizieren sich. Das gilt auch, wenn ich zuerst eine weiße Kugel erwischt habe. Danach habe ich wieder ein Drittel Wahrscheinlichkeit für Rot und damit nach Pfadregel zwei Neuntel Wahrscheinlichkeit für Weiß und dann Rot. Und der letzte Pfad, Weiß-Weiß, bringt eine Gesamtwahrscheinlichkeit von vier Neuntel. Okay. Jetzt wieder zweimal, aber ohne zurücklegen. Angenommen, ich habe wieder die rote Kugel als erste erwischt und jetzt wird ein zweites Mal in die Kiste gegriffen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine rote zu holen, die ist null. Denn die eine rote, die habe ich schon bei mir in der Jackentasche. Ich habe ja nicht zurückgelegt. Und mehr Rote sind nicht drin. Also Wahrscheinlichkeit für die zweite 0. Und damit kann ich diesen ganzen Pfad wieder aufräufeln. Gibt's nicht. Dafür aber, wenn zwei Weiße nur noch in der Urne verbleiben, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 1, dass ich als zweite eben die Weiße erwische. Damit Gesamtwahrscheinlichkeit, also ein Drittel für zuerst rot und dann weiß. Habe ich zuerst eine weiße gegriffen, sind in der Urne nur noch zwei Kugeln, und zwar eine rote und eine weiße.
Wahrscheinlichkeit für Rot ist diesmal also 1/2 und Wahrscheinlichkeit, die andere Weiße noch zu erwischen, ist auch 1/2. So, das kann man noch ausrechnen. Also, Wahrscheinlichkeit für zuerst Weiß, dann Rot, 1/3 und die Wahrscheinlichkeit für Weiß-Weiß ebenfalls 1/3. Okay. Was wir hier gezeichnet haben, nennt man ein Baumdiagramm. Ein Ast fehlt zwar, die Rot-Rot-Variante gibt es nicht, aber was wir hier so zeichnen, das kriegt einen richtig mathematischen Namen, Baumdiagramm. Okay, und weiter geht's. Ich kann jetzt noch auf die Reihenfolge achten. Erste Variante war also zuerst die rote, dann die weiße. Und die zweite Variante war zuerst eine weiße und dann die rote. Wenn mir die Reihenfolge wichtig ist, dann sind diese Ereignisse natürlich völlig verschieden. So. Wenn ich aber sage, ich kümmere mich nicht um die Reihenfolge, ich sorge mich also nicht um die Reihenfolge, wie die Kugeln rauskommen, sondern ich frage nur nach dem Ergebnis, hast du eine rote und eine weiße am Schluss in der Hand, dann ist das ohne Reihenfolge und dann sind diese beiden Ergebnisse gleich. Okay, und die kann ich zusammenfassen zu einem Ereignis. Ich habe zwei unterschiedliche Farben in der Hand. Und dann kommen zwei Pfade zusammen. Die Wahrscheinlichkeiten addieren sich oder in unserem Fall kann man sogar 2 mal 1/3 rechnen. Das war also ohne Beachtung der Reihenfolge. Jetzt nochmal Fachbegriffe, Ergebnisse und Ereignis. Bei unserem Zufallsexperiment 2-mal in die Kiste greifen, ohne zurücklegen, gibt es also folgende 3 Ergebnisse. Rot-Weiß, Weiß-Rot oder Weiß-Weiß. Das sind 3 Möglichkeiten des Zufallsexperiments. Mehrere von solchen Ergebnissen kann ich zusammenfassen. Wenn ich sage, ich interessiere mich nur für das Ereignis verschiedene Farben, dann habe ich die Pfade Rot-Weiß und Weiß-Rot zu einem Ereignis zusammengefasst. So, jetzt ist nochmal unsere Münze dran. Wenn ich die schmeiße, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder es ist das Wappen zu sehen oder es ist die Zahl zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit für beide Varianten ist gleich, nämlich 1/2. Und wenn ich ein zweites Mal werfe, unabhängig davon, was vorher passiert ist, habe ich wieder die Wahrscheinlichkeit 1/2 zu 1/2 für diese beiden Ergebnisse. So. Auch habe ich, wenn ich zuerst die Zahl drauf habe, macht's nichts. Die Wahrscheinlichkeit für den zweiten Wurf ist genauso wie immer 1/2 zu 1/2. So, wenn man die Pfade mal durchguckt, also 1/2 mal 1/2, 1/4. Ja. Und die hier auch die Wahrscheinlichkeit 1/4. Hier auch nochmal. Das Spannende ist, wenn ich jetzt wieder aus 2 Ergebnissen, Wappenzahl oder Zahlwappen, ein Ereignis zusammenbastel, nämlich das ist was Unterschiedliches bei den beiden Würfen rausgekommen. Dann kann ich diese beiden Pfade zu einem Ereignis zusammenfassen. Okay, Wahrscheinlichkeit dann 1/4 plus 1/4 oder 2 mal 1/4. Ja, und warum ich so nerve mit den zusammengelegten Pfaden, darüber dann beim nächsten Mal mehr.